Nina Joost ist Diabetesberaterin im Krankenhaus Sachsenhausen. Gerade misst sie den Blutzuckerspiegel von Andreas Möller. Er kann dadurch berechnen, wie viel Insulin er sich heute Mittag spritzen muss. Der Typ-2-Diabetiker ist für eine Woche in der Klinik. Gemeinsam mit anderen soll er lernen, besser mit dem Diabetes umzugehen. Ein Programmpunkt ist der heutige Kohlenhydrattag. Der geht zurück auf eine Haferkur, die hier in Sachsenhausen von Klinikgründer Karl von Norden erfunden wurde. Chefarzt Dr. Ralf Jung erklärt Andreas Müller, dass er die Insulinresistenz seines Körpers mit der Kohlenhydratkur durchbrechen kann. Insulinresistenz ist ja ein Problem, was auftritt, wenn einfach der Botenstoff Insulin nicht mehr so gut an den Zielzellen wirken kann, wo er als Botenstoff letztendlich den Zucker hineintransportieren soll. Und was wir eben mit diesen Tagen machen, mit den Kohlenhydrattagen, aber auch mit den Hafertagen, wie das früher der Karl von Norden gemacht hat, ist, dass wir an den Tagen keine Fette zu der Ernährung dazugeben. Also das heißt keine Fette und auch möglichst keine Eiweiße. Vor knapp 130 Jahren, als es noch nicht möglich war, Insulin zu spritzen, erwies sich die Haferkur von Karl von Norden bei Diabetikern als sehr erfolgreich. Hier kann man schön sehen, wie am Anfang noch die Zuckerwerte im Urin deutlich erhöht gewesen sind. Und jetzt mit einem Einsetzen der speziellen Kostformen, Gemüsetage, Hafertage, können halt die Zuckermengen im Urin deutlich reduziert werden und sind zum Schluss, dann ist überhaupt kein Zucker mehr im Urin nachweisbar. Die Diabetesberaterin Karin Röwenich bereitet das Frühstück vor. Da wir versuchen, Fett und Eiweiß heute ein wenig beiseite zu legen, um die Insulinresistenz zu durchbrechen, packen wir das Obst heute in Verbindung mit den Haferflocken zusammen als schönes Frühstück. Aber nicht mit Andreas Möller, der möchte morgens nicht auf Brötchen und Marmelade verzichten. Muss er auch nicht, nur die fettreiche Butter, die ist heute tabu. Der Hafer wird von unseren Patienten in der Regel nicht so gut akzeptiert, weil das dann doch, das muss ja dann dreimal pro Tag gegessen werden, nicht so gerne gesehen und angenommen wird. Deshalb sind wir auf die Kohlenhydrattage oder Gemüsetage umgestiegen, weil das besser akzeptiert wird und dann auch in der Praxis besser umgesetzt werden kann. Ja, Mittagessenszeit am Kohlenhydrattag. Wieder wird erstmal gerechnet. 3 Einheiten Insulin pro KE. Sie essen 4, dann rechnet man 4 mal 3. Gibt 12. 12 Einheiten, richtig. Die Werte sind ganz gut. Die Werte werden im Laufe des Tages besser. Und wenn das dann über 2-3 Tage fortgeführt wird, können auch die Insulinmengen, die der Patient spritzt, deutlich reduziert werden. 1000 Kilokalorien. Mehr bekommt Andreas Möller heute nicht. Trotzdem sind die Portionen reichlich. So, bitteschön. Dankeschön. Guten Appetit wünsche ich Ihnen. Danke, guten Appetit an alle. Empfehlung der Diabetesärzte, Kohlenhydrattage sollten regelmäßig wiederholt werden. Wir machen das hier während stationären Aufenthalts nur einmal, um das dem Patienten einfach zu zeigen, wie das funktioniert. Empfehlen das auch, wenn möglich, einmal pro Woche das weiter im ambulanten Bereich durchzuführen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das zum Beispiel alle 4 Wochen dann an 2 oder 3 Tagen hintereinander zu wiederholen, um einfach da einen stärkeren Effekt zu erzielen. 10 Tage später. Andreas Möller ist wieder zu Hause in Eschersheim. Vor dem Essen berechnet er, wie viel Insulin sein Körper heute Mittag braucht. Die Kohlenhydratkur macht er weiterhin. Einmal pro Woche. Bei den Hauptmahlzeiten, also morgens, mittags und abends, spritze ich weniger, als was ich vorher hatte. Und das kommt natürlich auch durch diesen Kohlehydratetag. Also ich vertrage das Insulin besser. Es wird besser aufgenommen vom Körper und die Bauchspeicheldrüse wird dadurch halt mehr unterstützt. Heute ist kein Kohlenhydrattag. Andreas Möller freut sich auf seinen Sonntagsbraten. Den darf er sich auch mal schmecken lassen. Ja, und bei uns ist jetzt noch mal der Chefarzt der Diabetologie am Krankenhaus in Sachsenhausen. Herr Jung, schönen guten Abend, hallo. Guten Abend, Herr Fischer. Sie haben es im Beitrag schon kurz erklärt, vielleicht können Sie es noch mal wiederholen, damit wir es wirklich alle verstehen. Wie und warum funktioniert diese Kur genau? Ja, die Kohlenhydrattage oder auch Hafertage bewirken, dass wir die Insulinresistenz beim Menschen mit Typ-2-Diabetes durchbrechen. Mhm. Und Insulinresistenz bewirkt, dass das körpereigene Hormon Insulin eben nicht mehr so gut an den Zellen andocken kann und damit den Zucker in die Zellen einschleusen kann.
Und das führt zu den deutlich erhöhten Blutzuckerwerten, die viele von unseren Patienten dann haben. Das heißt auch nochmal deutlich, was macht das Insulin genau im Körper? Insulin ist ja der Botenstoff, der in der Bauchspeicheldrüse produziert wird. Mhm. Und das ist so eine Art Schlüssel, der letztendlich dann an der Zelle, das sind die Organe, Gewebe, Muskelzellen, Leberzellen, aber auch Fettzellen, ansetzt, die Zellen aufschließt und dann den Zucker reintransportiert. Und Zucker ist ja für unsere Zellen eminent wichtig, weil das der Energielieferant ist, der dann auch die Zellen bewegt und die Energie einfach liefert. Jetzt haben Sie gesagt im Beitrag, also einmal pro Woche oder besser sogar noch 3 Tage direkt hintereinander pro Monat soll man dann diese Hafer- und Kohlenhydrattage machen. Mhm. Auf jeden Fall aber mit einem Arzt auch vorher sprechen. Warum? Ja, es ist wichtig, dass gerade Menschen, die auch mit Diabetes die Insulin spritzen oder auch blutzuckersenkende Medikamente einnehmen, dass sie das mit ihrem Arzt vorher besprechen, weil im Laufe des Kohlenhydrattages einfach die Insulinempfindlichkeit zunimmt und dann die Gefahr besteht, dass besonders im Verlauf des Abends oder auch der Nacht, wenn dann Insulin gespritzt wird, die Patienten unterzuckern könnten. Und deshalb ist es wichtig, dass dann abends schon die Insulindosis meist um ca. 30% reduziert werden muss. Okay, und das spricht man am besten mit seinem Arzt eben ab. Genau. Jetzt sagt man immer, Kohlenhydrate machen doch dick. Ja. Da aber nicht, oder wie? Oder? Ja, es kommt natürlich sehr stark auf die Art der Kohlenhydrate an. Mhm. Es geht um gesunde Kohlenhydrate. Und das sind eben die Vollkornprodukte, die günstiger sind. Aber natürlich auch beim Hafer zum Beispiel die Ballaststoffe, die da integriert sind und die dazu führen, dass einfach der Blutzucker weniger schnell ansteigt im Vergleich zu den Weißmehlprodukten, die einfach da deutlich schneller aufgeschlüsselt werden und schneller zum Blutzuckeranstieg führen. Das heißt, also nochmal ganz kurz, der Unterschied zwischen den Produkten, zwischen jetzt den Milchbrötchen und Haferflocken ist was? Ja, ist der glykämische Index, das ist einfach beim Milchbrötchen der Zucker oder die Kohlenhydrate hier schneller, so eine Grafik jetzt auch, ne? Ja. Schneller aufgeschlüsselt werden und letztendlich dazu führen, dass der Blutzucker deutlich schneller ansteigt, aber auch wieder abfällt und das dann auch wieder zu erneutem Hunger führt. Mhm. Während bei den ballaststoffreichen Kohlenhydraten beim Hafer dieser Blutzuckeranstieg viel langsamer und nicht so stark erfolgt, aber länger vorhält. Mhm. Und damit letztendlich auch das Sättigungsgefühl länger besteht. Mhm. Wie kann ich denn jetzt vom Hafer profitieren, auch wenn ich vielleicht nicht gleich so eine komplette Haferkur machen möchte? Weil das ist vielleicht auch nicht jedermanns Geschmack, oder? Genau, das ist das Problem. Deshalb bieten wir auch den kombinierten Hafer-Kohlenhydrat-Tag an. Da starten wir eben morgens mit dem Haferbrei und gehen in der Regel mittags dann über auf Kohlenhydrate. Und das kann dann zum Beispiel sein, dass wir da Nudeln mit Tomatensoße oder Reis mit Ratatouille anbieten und abends dann Brote mit Aufstrichen. Wichtig ist halt, dass an diesen Tagen die Fette weggelassen werden, weil die einfach dazu führen, dass das Insulin nicht mehr so gut an den Zellen andocken kann und dass wir zu viel Kalorien zu uns nehmen. Und wichtig ist Ihnen ja auch, dass die Patienten damit auch zu Hause umgehen können, wie wir es gehört haben im Beitrag, ne? Genau, das ist entscheidend wichtig, weil nur was dann auch dauerhaft zu Hause dann umgesetzt wird, wird auch erfolgreich sein. Okay. Und das funktioniert eben mit diesen kombinierten Tagen besser als mit den reinen Hafertagen, die nicht so gerne gegessen werden. Super. Vielen Dank, Herr Jung, für Ihren Besuch und all die Informationen. Wir hoffen, wir haben damit einigen Diabeteskandidaten geholfen. Vielen Dank. Gerne, Herr Fischer. Also, wir merken uns nochmal, jeden Monat 3 Tage am Stück eine Hafer- bzw. Kohlenhydratkur machen, kann einer Insulinresistenz bei Diabetes Typ 2 Patienten entgegenwirken. Wichtig dabei ist aber, an diesen Tagen dann auch kein Fett und möglichst auch wenig oder gar kein Eiweiß zu sich nehmen und vorher auf jeden Fall auch mit dem Arzt darüber sprechen.